Drehen im Golfschwung ist sehr wichtig, überhaupt keine Frage. Wenn man es nicht schafft, sich zu drehen, dann ist es wahnsinnig schwierig, die Hände hier in einer guten Position zu bringen, dass man hier von innen oder zumindest einigermaßen neutral an den Ball kommt, um einen ordentlichen, satten Kontakt zu machen. Auch ist es schwierig, eine Länge zu erzeugen, wenn man hier nicht ordentlich gedreht ist, und man wird Probleme haben, auch hier konstante Kontakte zu erzeugen, sollte dem nicht so sein. Dennoch gibt es etwas, was wesentlich wichtiger ist als die Drehung selber und den meisten Hobbygolfern sehr, sehr schwer fällt. Und darüber sprechen wir in diesem Video. Wenn du schon ein paar Jahre Golf spielst, dann wirst du schon mitbekommen haben, dass die Drehung etwas sehr, sehr Essentielles ist im Golfschwung. Und viele fühlen sich dazu unbeweglich und bemühen sich immer mehr, sich zu drehen. Aber leider opfern sie etwas, worüber wir hier später in diesem Video sprechen werden. Aber vorneweg, wenn du Probleme hast beim Drehen, da gibt es ja einige Tipps und Tricks, wie du das verbessern kannst. Da habe ich ja schon in meiner Seniorenserie über den Seniorengolfschwung viel darüber gesprochen. Hier oben findest du übrigens noch einen Link dazu, falls du noch diese Videos ansehen willst. Da gibt es Tipps und Tricks, wie du dich eben besser drehen kannst. Auf das möchte ich jetzt hier nicht so eingehen. Aber auf alle Fälle, es ist nicht so schwer, das Becken im Aufschwung nach rechts zu drehen. Es ist nicht so schwer, den Oberkörper nach rechts zu drehen. Jedoch ist eines interessant. Wenn ich bei meinen 3D-Messungen mit meiner 3D-Weste die Hobbygolfer messe, dann sehe ich meistens Beckenrotationen von 60, oft 70, 75 Grad. Das Interessante aber ist, dass die Tourspieler, ich nehme jetzt zum Beispiel jetzt Hausnummer einen Rory McIlroy her zum Beispiel, der hat im Aufschwung ca. 40, 45 Grad sein Becken gedreht und der hat auch sein Becken ca. so viel im Treffmoment gedreht. Ich glaube sogar, dass er ein bisschen drunter ist sogar. Ich glaube nicht mal, dass er 40 Grad hat. Aber wenn wir sagen, okay, er dreht 40 Grad auf und 40 Grad durch, dann kann er in einer Zeit von ca. einer Sekunde, nämlich länger dauert der Golfschwung von hier bis hier nicht, dann kann er in einer Sekunde sein Becken 40 Grad auf und 40 Grad durchdrehen. Das heißt, er kann 80 Grad Range of Motion, also Bewegungsraum, nützen, um den Ball gut zu treffen und den Ball weit zu schlagen. Jetzt musst du auch noch eins verstehen. Rory McIlroy gilt als der Spieler auf der Tour, der gemessen die schnellste Hüftrotationsgeschwindigkeit hat. Ich glaube, der ist irgendwo bei 750 Winkelgrade pro Sekunde. Und normale Tourspieler haben da normalerweise nur unter Anführungszeichen 450 Grad. Die meisten Hobbygolfer, die ich messe, übrigens haben ca. zwischen 300 und 400 Winkelgrade pro Sekunde. Das heißt, die sind gar nicht mal von der Geschwindigkeit des Beckens so langsam im Vergleich zu Tourspielern. Jedoch sieht man bei diesen 3D-Messungen, die ich mache, dass Hobbygolfer häufig im Treffmoment ihr Becken maximal gerade haben, das heißt, ja, perfekt zur Kamera und nicht offen in dieser Richtung. Auch die Schultern oder der Oberkörper, die Oberkörperrotation, ja, die sehe ich sehr häufig bei Hobbygolfern noch nicht nach links rotiert im Treffmoment, sondern bestenfalls sind sie gerade, wie hier zur Kamera, oder sogar ein wenig geschlossen. Und natürlich, wenn der Körper noch quasi zum Ziel geschlossen ist, dann ist es sehr schwierig, einen guten Release zu machen, eben keine Chicken Wings zu machen, konstante Kontakte zu erzeugen. Es geht fast nicht. Man muss bis zu einem gewissen Grad offen sein, also schon gedreht zum Ziel. Muss das jetzt 45 Grad sein wie bei McIlroy oder bei anderen Tourspielern? Nein, überhaupt nicht. Ist gar nicht notwendig. Aber ich denke trotzdem, Hobbygolfer sollten ein wenig geöffnet sein zum Ziel im Treffmoment. Das hat einfach mechanischer Vorteil, um den Ball besser und konstanter zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt Hobbygolfer messe, sehe ich oft 60, 70 Grad Rotation. Wenn Rory McIlroy 80 Grad drehen kann in einer Sekunde, dann glaube ich nicht, dass es die Hobbygolfer schaffen, dass sie bis zum Treffmoment wieder 40 Grad in die andere Richtung haben. Das heißt, einen über 100 Grad Bewegungsraum abdecken. Wenn das nicht mal der Golfer mit dem schnellsten Becken der Welt machen kann. Das heißt, es wird massiv übertrieben bei der Beckenrotation, sobald man verstanden hat, wie die Beckenrotation funktioniert oder wie man das Becken leichter drehen kann.
Und die meisten Hobbygolfer, die ich messe, haben nicht zu wenig Beckenrotation, sondern sie haben viel zu viel Beckenrotation. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie beweglicher sind wie die Besten der Welt, sondern dass sie ein Opfer bringen. Sie opfern etwas, damit sie eben mehr Drehung bekommen. Aber das, was sie opfern, ist so wichtig für den Golfschwung. Das ist so wichtig, dass man den Ball konstant trifft. Und wovon ich spreche, ist die Seitbeugung. Und zwar ist es so in einem Golfschwung, dass wenn ich jetzt hier das Becken neutral steht, also die Hüften gleich hoch sind im Setup, dann wird es so sein, wenn ich jetzt aufgeschwungen habe, dass in einem guten Golfschwung, dass der rechte Becken höher ist als das linke. Und das ist auch, der Oberkörper ist links tiefer und die rechte Seite ist höher. Das heißt, ich befinde mich in einer sogenannten Inklination, ich befinde mich in einer Neigung. Und dieser Neigung ist eben so wichtig, um konstante Schläge auszuführen. Wenn ich jetzt sage, ich drehe mich so viel wie es geht mit dem Becken, das geht auch sehr schnell einmal, also habe ich vielleicht das Becken schon 70 Grad gedreht, dann werde ich mich wesentlich flacher drehen mit dem Becken als ein Tourspieler. Aber ohne diese Seitneigung wird es wahnsinnig schwierig sein, einen guten Golfschwung zu machen. Würde jetzt der Hobbygolfer Seitneigung in seinen Schwung hineinbringen, dann könnte er auch nicht mehr so viel aufdrehen. Und wenn ich das dann in meinem Golfunterricht mit meinen Hobbygolfern häufig mache, dann wird oft aus den 70 Grad Beckenrotation auf einmal nur mehr 40 Grad. Eben weil man kann nicht 70 Grad drehen und Seitbeugung haben. Man wird das einfach nicht schaffen, weil man einfach wahrscheinlich nicht so beweglich sein kann überhaupt. Also ich glaube, nicht einmal die Longhitter auf der Longdriving-Tour können das Becken 70 Grad drehen und so viel Seitneigen. Das geht einfach nicht. Das heißt, für mich persönlich ist es wesentlich wichtiger, speziell im Hobbygolf, dass man Seitneigen lernt. Und man sollte besser Seitneigen können als drehen. Bitte verstehe, das ist etwas, worauf du wirklich, wirklich Acht geben solltest in deinem Golfschwung. Und daran solltest du arbeiten, denn die Drehung, die hast du schnell einmal heraus. So, wie können wir jetzt diese Seitneigung bekommen? Das Geheimnis der Seitneigung besteht in der Beinarbeit. Und zwar, wenn du jetzt in eine Ansprechposition gehst, dann hast du ja die Knie leicht gebeugt hier im Setup. Sagen wir einfach eine Hausnummer, 20 Grad ungefähr. Und was die Besten der Welt machen ist, dass sie die Knie im Schwung verändern. Das heißt, sie verändern diesen Knieflex. Hobbygolfer versuchen hier häufig, das rechte Knie gebeugt zu lassen und das linke ganz ruhig zu lassen und versuchen dann irgendwie viel zu drehen und dann siehst du, geht mein linkes Becken eigentlich hoch und nicht das rechte. Das ist ganz schlecht. Und du musst verstehen, dass das rechte Bein, das rechte Knie im Schwung sich ein klein wenig streckt, so zwischen 2 bis 8 Grad, habe ich mal gehört, ist so Tour Average, was man sagt, also das erwartet man von Tourspielern, dass sie das rechte Knie strecken. Das heißt, wenn du die Idee hast, das rechte Knie gebeugt zu lassen, dann hast du wirklich ein großes Problem, um diese Seitneigung zu bekommen und auch übrigens dich gut zu drehen. Das nächste, was passiert ist, dass die Pros ihr linkes Knie, das jetzt 20 Grad gebeugt hat, bis sie kurz vor Ende Aufschwung sind, mehr als doppelt so viel gebeugt haben. Das heißt, es geht von 20 auf 40 oder sogar 45, 50 Grad. Das heißt, der Flex, der verdoppelt sich oder wird sogar mehr als doppelt so viel. Und wenn du eben das rechte Knie ein wenig streckst und den linken beugst, und übrigens siehst du auch, dass das linke Knie nach vorne und runter geht, dann siehst du auch, dass ich jetzt hier zwischen meinen Füßen ein bisschen Luft bekomme hier. Und das ist ein Zeichen, dass ich auch genug Beckenrotation habe. Und dann habe ich auch mein Becken in dieser Inklination hier, in dieser Neigung. Mein Oberkörper wird dann auch in dieser Neigung sein, in der notwendigen. Und ich habe jetzt hier die Voraussetzung, die Bodenkräfte gut zu nützen. Denn wenn mein Becken gekippt ist und meine Schultern gekippt sind, dann kann ich ja quasi nach links in den Boden hineinfallen und dann mich im zweiten Teil des Aufschwungs dann rausstoßen. Das heißt, als Übung, stell dich bitte hin. Schau, dass deine Knie leicht gebeugt sind.
Schwinge mal nur bis hier, bis zur Hälfte auf, bis der Schläger parallel zum Boden ist. Erlaube, dass dein rechtes Knie schon ein wenig streckt und versuche, dein linkes Knie beugen zu lassen. Dabei wird die linke Ferse ein wenig in die Luft gehen und das ist vollkommen in Ordnung. Der Druck geht auf den Fußballen. Das möchtest du haben. Dann schwingst du weiter und erhöhst ein wenig die Streckung im rechten Knie und vor allem noch mehr die Beugung im linken Knie. Und jetzt wirst du merken, dass du mit dem Kopf wesentlich näher beim Boden bist als normal. Und das ist jetzt eben dein Vorteil, dass du eben für den zweiten Teil des Abschwungs dann dich ordentlich rausdrücken kannst aus dem Boden und dann dadurch Schlägerkopfgeschwindigkeit und gute Schläge erzeugen kannst. Bevor du jetzt hier aber abschwingst, möchtest du übrigens noch diesen Flex, den du in den Knie hast, wieder zurückbringen auf die Originalstelle. Das heißt, bis ich hier im frühen Abschwung bin, muss das wieder gleich sein. Das heißt, das Spiel ist immer hierher, ein wenig strecken, ein bisschen beugen, ein bisschen erhöhen hier das Ganze, mehr gestreckt, noch mehr gebeugt und jetzt im Wechsel, bis der linke Arm circa parallel ist, möchte ich, dass circa der Flex wieder auf der Originalstelle ist. Dann beim zweiten Teil des Durchschwungs, wie gesagt, da beginnt man sich dann rauszudrücken aus dem Boden. Das Becken wird nach hinten gedrückt dadurch und dadurch entsteht Rotation quasi von selber. Und man muss jetzt nicht versuchen, hier übertrieben viel zu drehen. Wenn du jetzt quasi durch die bessere Seitbeugung weniger gedreht hast, dann wird es dir auch leichter fallen, im Treffmoment bereits dein Becken in diese Richtung gedreht zu haben und dein Oberkörper in diese Richtung gedreht zu haben. Und das wird dir dann eben helfen, dass du mit gestreckteren Händen durch den Ball durchgehen kannst und dich einfach freier und besser bewegen kannst. Bitte probiere diese Übung und lass mich bitte in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Als nächstes empfehle ich dir, dass du dieses Video hier oben anschaust. Da erkläre ich den Aufschwung noch einmal ganz genau und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite drüben. Tschüss!